Simon Ollert ist 21 Jahre jung, spielt beim SV Pullach. Das ist ja bisher nichts Besonderes. Doch er ist gehandicapt, er ist seit seiner Geburt gehörlos. Und darüber reden wir heute, wie schwer oder wie leicht es eben diese Spieler haben. Herr Ollert, einen schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Sie sind ja jetzt seit Ihrer Geburt gehandicapt. Sie sind ja schwerhörig. Wie sehr merken Sie das im Alltag? Also früher habe ich davon mehr gemerkt, so wenn, vor allem wenn du mit den Kindern unterwegs bist und viele Kinder ja einfach spielen und das gar nicht so wirklich verstehen können so, oder also eigentlich nicht so auch nicht damit auseinandersetzen können, wie es ist, wenn man nichts hört. Da war es halt oft sehr schwer für mich auch und, mit den anderen gut hörenden Kindern zu spielen, aber ich habe mich trotzdem halt immer reingezwungen, in Anführungszeichen. Ich wollte halt immer mitspielen, auch mit den gut hörenden Kindern, weil ich ja auch in der gut hörenden Welt aufgewachsen bin. Also blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als mit den anderen Kindern zu spielen. Und manchmal gab es dann schon Momente, wo ich mir gesagt habe, okay, wäre schön, wenn dann da auch ein bisschen Verständnis da wäre. Aber ich habe nie daran gezweifelt, also so an meiner eigenen Schwierigkeit. Schwierige können ja gut von den Lippen ablesen, das haben Sie ja schon bewiesen. Sie sind jetzt seit dem 31.01.2018 hier in Pullach. Wie haben da die Mitspieler reagiert, als man jetzt wusste, da kommt jemand, der jetzt in Anführungszeichen anders ist als die Normalos? Wie geht man mit ihnen um oder wie wurden sie empfangen? Hat man gesagt, hey, schön, dass du hier bist, oder hat man gesagt, ja, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen rantasten? Sie waren ja auch bei Haching, da waren sie auch der zweite Profi nach einem Mainzer, der quasi gehörlos ist. Das stimmt, also ich war aber hier, war sehr überrascht, weil sie mich hier eigentlich auch sehr positiv empfangen haben. Wir haben auch viel gefragt, so wie das ist und wie es war oder wie das allgemein ist auf dem Platz ist. Und also mit meinem Mannschaftskollegen verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Wir verstehen uns alle also relativ gut und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten auch wissen, okay, Simon hört halt einfach nicht. Auf dem Platz ist es natürlich schon klar, dass man dann auch manchmal Differenzen hat, aber das ist im Fußball so, dass es einfach auch manchmal so rüberkommt, als würde ich jetzt was anders machen oder nichts machen wollen oder nicht hören wollen. Und im Eifer des Gefechts kann es dann schon gut sein, dass man auch in Anführungszeichen leicht angepisst ist, wenn er jetzt nicht das macht, was wir eigentlich alle erwarten. Und da ist halt auch, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wo ich halt auch immer versuchen muss, hey, Jungs, wir müssen halt alle zusammenarbeiten. Ich weiß, dass es schwierig ist und bin, aber dann muss man halt einfach auch mehr als Team zusammenarbeiten. Und ich glaube, also bisher, ich habe auch das Gefühl, dass es immer besser wird, auch im Training. Und da muss ich auch den anderen die Zeit geben. Also kann ich jetzt nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles perfekt ist. Mir kommt so was anderem. Man hat von Ihnen zum ersten Mal was gehört. Da waren Sie bei der Spielvereinigung Unterhaching. Da waren Sie eben Profi. Dann war es lange Zeit still um Sie. Und jetzt haben Sie ein Camp für Kinder, die auch schwerhörig sind. Wie zeitintensiv ist das alles? Und vor allem, wie schwer ist das? Also, ich mache jetzt dieses Jahr mein Camp zum vierten Mal. Also es ist bereits, es geht schon ins vierte Jahr und es ist ein ganzes Jahr viel Arbeit, weil ich ja auch viel vorbereiten muss und auch für die Kinder was ganz Spezielles immer überlegen möchte, weil ich möchte den Kindern immer was Tolles bieten. Aber ich habe Gott sei Dank einen tollen Partner mit Phonak und Sonova, also meine Hörgerätefirma, die mich auch unterstützt bei dem Ganzen, die mir dann auch viel Arbeit wegnehmen, auch im organisatorischen Bereich, was Anmeldungen angeht und diese ganzen rechtlichen Sachen. Da bin ich auch ganz froh drüber, deswegen kümmere ich mich hauptsächlich bei dem Bereich dann auch um das Training, um die Betreuer, um die Trainer und auch um die Sponsoren, die uns dann auch in den fünf Tagen begleiten sollen oder was spenden können. Und es ist zwar viel Arbeit, aber es macht mir wahnsinnig Spaß und es ist mir auch eine große Ehre, den anderen Kindern, vor allem schwerhörigen Kindern, gehörlosen Kindern, Mut und Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben, dass sie es einfach versuchen sollen, dass sie an sie glauben sollen, dass sie niemals den Kopf in den Sand stecken, sondern immer weiterarbeiten, auch wenn sie jetzt ein Handicap haben. Das heißt noch lange nicht, dass sie nicht Fußball spielen können, dass sie es nicht schaffen können. Und das will ich ihnen halt auch in den fünf Tagen beibringen. Wie kann jetzt so eine Integration funktionieren, wenn man Kinder hat, die schwierig sind, aber auch Fußball spielen möchten? Man kann sie ja nicht nur zu gehörlosen Vereinen schicken, haben wir auch hier in München, aber ist ja nicht die Alternative. Das sehe ich genauso wie du. Also, ich finde auch, dass die Kinder vor allem, weil es
ja, auch schwer ist. Man sagt, wenn man nur ein Kind hat, das schwerhörig ist, musst du ja als auch Trainer auch ein bisschen auf das Kind achten. Auch wenn du es nicht gerne machst, du musst es trotzdem achten. Ich bin jetzt kein Fan davon, das Kind in Watte zu stecken und alles zu spielst, und das, sondern ich möchte halt einfach, ich würde mir halt wünschen, wenn man da auch als Trainer ein bisschen Verständnis hat und vielleicht auch ein bisschen damit spielt. Und ich finde, also ich merke auch bei meinem Camp, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, mit den Kindern zu arbeiten, weil die extrem wissbegierig sind. Sie wollen lernen, sie wollen was erreichen. Die haben auch immer das Gefühl, dass sie es den anderen Kindern zeigen wollen. Sie sind zwar schwerhörig, aber können genauso gut Fußball spielen. Das Gefühl habe ich bei dem Camp immer. Und ich finde, dass man langfristig auch daran arbeiten sollte, dass man auch als Trainer vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und auch solche Kinder auch mal aufnimmt und einlädt und auch versucht, sie mit zu integrieren in die Fußballgesellschaft, in den Fußballverein. Welche Erfahrungen konnten Sie jetzt als gehandicapter Spieler schon machen, sowohl positiv als auch negativ? Ich stelle mir das schon schwierig vor. Sie haben, wie man hier sieht, auch zwei Hörgeräte. Aber die Fußballwelt ist ja auch nicht immer, hey, ich bin froh, dass du hier bist. Das stimmt. Also ich hab sowohl viele positive Erfahrungen gemacht, hauptsächlich in Unterhaching, weil es einfach, also es stimmt, dass sie ein anderer Verein sind, auch so familiärer, sag ich mal. Für das, dass sie im Profifußball sind, ist ja auch was Besonderes, dass man so familiär ist und sein kann. Auf der anderen Seite habe ich auch das harte Fußballgeschäft in Ingolstadt erlebt, in der U23, in der U19, wo es dann wirklich um Kleinigkeiten ging, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das auch im Weg stehen könnte, ob es jetzt bei den Spielern lag oder beim Trainer, dass man jetzt nichts hört, was ich jetzt auch nie verstanden habe, aber jetzt auch nicht so wirklich erfahren habe. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es auch ein Problem ist oder sein könnte, weil man es mir nicht zutraut, aufgrund dessen, dass Fußball als Kommunikationssport gilt und nicht weiß, okay, reicht das für die oberen Ligen? Sowohl positive als negative Erfahrungen, und ich bin für alle dankbar. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die negativen Erfahrungen haben mir alles gekostet, das ist scheiße, sondern ich bin eigentlich für alle Erfahrungen, die ich machen durfte, dankbar, weil sie mich auch weitergebracht haben als Mensch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.